Lassen wir das. Was hast du zwischendurch denn noch so gemacht? Zwischen wann und wann? Sagen wir nach 2017. Junge. Was hast du die letzten 6 Jahre eigentlich so gemacht? Ich habe eine Sache habe ich noch mitbekommen. Ja. Du hattest mal einen OnlyFans. Ja, richtig. Das war 2021, glaube ich. Ja. Wie kam es dazu? Das war ein Meme. Was ist es aus Meme raus gewesen? Ja, weil ich glaube, Kelly hat doch auch zur selben Zeit aus Joke irgendwie was gemacht. Sie hat dann zwei, drei Monate später hat sie ein Video darüber gemacht, wie verdient man OnlyFans. Hat sie einen Monat das gemacht, um es so zu testen, was man da so an Cash macht. So. Hat es dann aber auch sofort wieder aufgehört. Es war nur dieses Projekt so. Bei mir war das so ein Witz. Es war Anfang Corona und ich hatte mich dann auch gerade von Sebastian getrennt. Beziehungsweise wir hatten uns schon vorher getrennt, aber hatten dann unsere eigenen Wohnungen so und ich war das erste Mal dann so alleine in meiner Wohnung und dann war auch noch Corona. Dann habe ich getweetet, boah, irgendwie mir ist schon so langweilig, ich glaube, ich mache OnlyFans. Yeah. Und dann sind die Leute so darauf abgegangen und ich habe dann gesagt, okay, ich mache es einfach. Dann habe ich einen gemacht und ich wollte gar nichts posten oder so. Ich habe einfach nur so aus Joke, ja, Leute, guck, ich habe wirklich... Auf einmal hatte ich 100 Leute, die da 5 Euro für bezahlt haben. Das heißt, ich hatte irgendwie dann eine Verantwortung. Crazy. Und habe dann so ein sneaky Foto gepostet, wie ich so mit so einem Weinglas stehe und man sieht so ein bisschen so meine Hose so raus, so ein bisschen so ein Höschen blitzt so raus, so ganz und hab das so geschickt, so aus Spaß. Aber irgendwie hat mir das dann Spaß gemacht. Irgendwie fand ich es dann cool und irgendwie, ich habe noch nie Nudes gemacht oder so, auch bis da jetzt immer noch nicht, weil es das keine Nudes da gibt, aber so diese Art von Weiblichkeit habe ich in mir nie explored. Das habe ich irgendwie genutzt und das also einfach gemacht. Also warst du dich immer so ein vielleicht auch so eine Kunstform, das, so ein ästhetischer Aspekt. Kunstform würde ich jetzt nicht unbedingt nennen, das ist vielleicht ein bisschen zu doll, aber so eine Selbstentwicklungsphase irgendwie, wo ich mich selber anders kennengelernt habe, wo ich diesen Weg einfach mal so explored habe und ich habe so viel dadurch gelernt und natürlich auch noch dieses Geld war ja insane, was da gekommen ist. Ja. Und hatte dadurch so eine krasse Freiheit, dass ich dadurch habe ich so viele Dinge lernen können und anders jetzt sehe ich jetzt einfach anders. Ich glaube, das hat so ein bisschen einfach mich geheilt, sagen wir es einfach so. Ach, ehrlich? Ja, also jetzt nicht das an sich so, aber diese ganze Situation und alles was dabei getragen hat, alles was gekommen ist, hat dazu beigetragen, dass ich heute der Mensch bin, der ich bin und der ist so viel gesünder und besser als vor, weiß ich nicht, 3-4 Jahren oder so. Guter Mensch, glaube ich. Ja, danke. Geh von außen. I hope so. I try my very doch, best. Macht so einen Eindruck. Das war aber ja zu einer Zeit, wo die Plattform noch relativ frisch war. Genau, da gab es, glaube ich, Tana Mojo in Amerika, die oh das mein gemacht Gott, hat. Die so. Ich voll vergessen. Ja, ich habe sie so geliebt früher. Die ist so eine, die hat so eine geile Art zu erzählen. Aber ja, auf jeden Fall, die hat das gemacht. Und da habe ich gesehen, dass sie es macht und wie sie es ein bisschen so macht. So. Und dann habe ich das ein bisschen auch als so Imprint genommen für mich, weil es gab niemanden, der es... Ich war auch, glaube ich, die Erste in Deutschland, also mit Bekanntheit, die das überhaupt gemacht hat. So. Ja, so war auch mein Eindruck tatsächlich. Ich glaube auch. Aber hattest du irgendwann mal so einen Punkt, wo du sagtest, ja, ist es so, was heißt Ende der Fahnenstange, aber hattest du irgendwann mal ein komisches Gefühl dabei, wie es erstmal bei Community ankommt, dass du sowas machst? Oder nicht. Hat es für dich irgendwie irgendeinen komischen Negativ-Vibe, dass du halt sagst so, oh, nicht, dass die jetzt irgendwie komisch von mir denken oder ich sag mal, im Endeffekt gibt man ja von sich nochmal ein anderes Level der Privatsphäre vielleicht preis. Ja, was also, ja aber jetzt, ich sag mal, nicht so krass grenzüberschreitend ist. Du sagst, du hast ja jetzt keine Nudes oder sowas. Gar nicht. Ich habe nichts Sexuelles. Also sexuell ist jetzt natürlich, aber keine so erotischen, keine Pornos. Ja. Ich habe nichts, man sieht noch nicht mal Nippel. So. Ich war nie komplett nackt oder sowas. So. Ich habe nichts, keine so Stellungen gemacht, die so explizit sind oder sowas. Deswegen finde ich es gar nicht so, es war gar nicht so viel privater als so ein Bikini-Foto auf Instagram so. Okay, das, deswegen, da habe ich sehr darauf geachtet, dass ich das immer so mache, dass ich nicht irgendwo hingehe, wo, wenn ich mir vorgestellt habe, meine Mutter sieht das, dann muss es okay sein. So, das war mein Maß. So. Was ist, wenn Leute das sehen, bin ich damit cool, dass meine Familie weiß, dass es so ist und dass, wenn die das sehen, kann ich das verteidigen vor denen so mäßig. Das war immer so mein Gradmesser, deswegen ist da für mich persönlich kein Problem gewesen.
bei der Community war es überhaupt gar kein Problem im Internet, gar keine Probleme. Ja. Also sogar, ich glaube, so ein Montana Black hat dann darüber gesprochen und meinte dann so, ja, soll sie doch machen, so meine Freundin dürfte das nicht, aber soll sie doch machen, was sie will, so, was ja auch voll okay ist. Ja, ist ja so. Jeweiliges Ermessen. Ja, also ja. Niemand hat da negativ drüber geredet, was mich so gewundert hat. Ich war so, das dachte ich, das kann doch nicht sein. Habe ich jetzt wirklich so einen Cheat gefunden, der mir gar nichts Negatives bringt, einfach nur so ein bisschen so eine coole Erfahrung und ein bisschen Cash, so geht ja nicht, ist ja unmöglich. In der Familie, als es so rausgekommen ist, als ich erzählt habe, so, ja, da gab es einmal so ein bisschen so eine, das finden wir nicht so gut, aber die haben sich auch alle damit so irgendwann arrangiert, weil ich ja wirklich nichts gemacht habe, was schlimm oder, also in Anführungszeichen schlimm oder gefährlich für mich wäre oder sonst irgendwas oder was zu viel wäre. Das ging immer alles. Und ansonsten, nee, es gab eigentlich gar keine Probleme damit, es war voll komisch. Aber dann habe ich, am Ende habe ich aufgehört, weil ich mich dann selber irgendwann, ich hatte dann nichts mehr davon, außer das Geld. Mhm. Das gab mir nichts mehr Selbstentwicklerisches. So. Du warst satt davon. Genau, quasi. Ich war satt davon, ich habe keine neuen Ideen mehr gehabt, neue Fotos mehr machen wollen. So, es war irgendwie alles so ausgereizt, so auch künstlerisch dann gesehen, irgendwie auf eine Art und Weise. Und dann hat es sich wirklich angefühlt, als wäre das dann mein Job. Und ich wollte es aber nicht als meinen Job haben. Nee, dann habe ich aufgehört. Dann war es dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt einfach das nicht mehr. Wann war das Ende quasi? Wo ich glaube, ich habe das ein Jahr lang gemacht. Das muss Ach so. Ja. Das ist entspannt. Und auch so, ich habe so zweimal im Monat gepostet. Ist jetzt nicht so, als hätte ich da jetzt so viel gefeuert. So. Es war einfach nur so nebenbei ab und zu. Ach, ich könnte ja mal was machen. Ich hätte gern diese Jacke. Ich poste mal was. Geil. Ja, oh, jetzt irgendwie kleine mal so Spielerei. Auf Lock mal kurz. Ja, verstehe. Das war schon nice. Das ist eine nice Sache. Und wie gesagt, es hat mir so voll mein Kopf geklärt irgendwie, weil viele Probleme auf einmal nicht mehr so da waren. Ich musste mich nicht mehr so darum kümmern, so viel zu arbeiten, weil ich viel Geld brauchte oder einfach überhaupt Geld brauchte, konnte ich mich voll viel mit mir selbst beschäftigen. Dann konnte ich voll so zur Ruhe kommen und diese Perspektiven einfach ändern und so. Das war geil, es war eine gute Zeit. Sehr dankbar. Also ich find's wirklich sehr spannend. Du hast gerade kurz angesprochen, Familie, wie war, als diese ganze Internetkram und diese Öffentlichkeit kam, wie war der Umgang oder wie haben deine Familienmitglieder darauf reagiert? Also wie wurde es angenommen? Also ich weiß, dass meine Mama immer gesagt hat, geh doch mal studieren. Ja. Das ist ja cool, dass du das machst, aber geh mal studieren. Was ja logisch ist, weil das war ja in der Zeit, dass ich das angefangen habe, wo das es nicht gab als Job. So, das war ja nicht wie heute, wo Kinder sagen, oh, ich will Influencer, das Wort gab es noch nicht mal. Nee, so, dass man Geld damit verdient aber auch hat. Ein komisches Wort. Ich versuche Influencer immer zu meiden. Ich finde Influencer super, weil Ehrlich? Das gibt einem das Bewusstsein davon, dass man ja wirklich was, du influenzt ja was. Das ist Teil von, du beeinflusst die Menschen, die dich angucken. Und ich finde, das sollte man sich immer vor Augen halten und danach handeln, dass du die Leute nach deinem besten Wissen und Gewissen gut leitest, in einer Art und Weise. In dem Sinne finde ich schlüssig. Ja. Für mich war das oftmals so ein wirtschaftlicher Begriff, weißt du? Ja, okay, ich verstehe. So aus einer, klar. Jetzt nicht, dass ich jetzt die große Karl-Marx-Rede hier halte, aber das ist irgendwie so ein, aus einem kapitalistischen Sinne raus, dass man halt sagt so, ja, okay, man so zieht Werbung den Hauptaugenmerk mäßig, vom Content-Createn weg, sondern das sind Werbeflächen. Ja, ich hab's wieder reingepackt ins Content-Createn, so dass du halt durch deinen Content die Leute beeinflusst. Nicht durch die Werbung und sowas, sondern einfach nur durch das, wie du bist, bist du ein Vorbild für die Menschen. Das muss man sich irgendwie bewusst halten. Deswegen mache ich Influencer, mag ich eigentlich ganz gerne. Und das ist zwischendurch auch irgendwie so ein krass verallgemeinerter Begriff gewesen. Ja, das war natürlich, du bist Influencer. Du das bist kann Influencer. Man natürlich schön so sagen. Aber es sagt halt so viel mittlerweile, weißt du? Es ist so, als wenn man sagt, ja, ich bin Sportler. Ja. So, ja, aber was für Sportler? Machst du, spielst du Dart oder rennst du am Tag 50 Kilometer? Also das ist halt, man kann es schwer sagen und genauso kannst du es auf diese Influencer-Szene münzen, wobei man jetzt mittlerweile auch sagen muss, dass halt auch ein Profisportler, ein Musiker, das sind alles mittlerweile gewisserweise Influencer. Absolut. Ein Post Malone, der macht irgendwie ein Placement mit Crocs oder was weiß ich. So, oder er macht einen Song für Pokémon. Das sind ja auch nichts anderes als so Influencer-Kampagnen. Und ich glaube, das hat alles irgendwie schon immer so existiert. Ja, auf jeden Fall. Ist aber Social Media Begriff. Hat nochmal so einen neuen Spice reingebracht. Ja. So, ich würde gerne drüber quatschen, was heute denn die Jody so macht. Geil. Ich schreibe ein Buch. Genau. Du hast nämlich, habe ich ganz vor kurzem gesehen, ich glaube, du hast es erst vor ein paar Tagen hochgeladen oder revealed. Ja, ich glaube, vor einer Woche oder so, ja. Denn Lütten Jody schreibt ein Buch. Yes, was kannst sir. Du darüber erzählen?
Also ich kann darüber erzählen, dass ich das jetzt schon seit ungefähr einem halben Jahr mache und habe das so privat für mich gemacht. Ich habe das gar nicht in der Öffentlichkeit geteilt. Aus ganz vielen Gründen. Nummer eins, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wenn man irgendwas ankündigt und sagt, ich mache das jetzt, dann macht man das auf einmal nicht mehr. Also wenn ich jetzt hier heute sagen würde, ja Leute, ich gehe morgen auf Twitch live, dann gehe ich morgen ganz bestimmt nicht auf Twitch live. Die USA-Vlogs sind auf keinen Fall vergessen, Freunde. Ich krieg das jeden Scheißtag. Pass auf, ich weiß nicht, ob du die Story kennst. Nee. Ich war mit zwei Freunden, mit Veni und mit Eni. Mhm. Eni und Eni. Ja, ja, Eni heißt eigentlich Enkyang. Das ist, der war früher Twitch-Streamer, der macht jetzt aber was anderes. Mhm. Und Veni hat Venicraft. Mhm. Und wir waren zu dritt in den USA und da habe ich voll, ey, ultra dumm. Ich habe voll die Ansage gehabt, ey, Jungs, ich mache USA-Vlogs. Das darf man nicht. Das ist mein Kardinalsfehler gewesen. Ja. Und ich wusste dann, ey, das. Also ich habe völlig unterschätzt, wie mir das auf die Füße fällt. Ja. Der Shit ist halt jetzt über 4 Jahre her. 4 Jahre? Und die Jahre? Leute gehen mir immer noch auf. Hast du das Footage noch? Ja, das ist das Problem. Diese Vlogs sind nie rausgekommen, weil wir haben so viel gemacht, weil es war wirklich, es war geil, es war eine geile Erfahrung, war eine geile Reise. Wir haben halt so Roadtrip gemacht durch die Vereinigten Staaten, ein bisschen Kanada auch noch und so. Aber es war so viel, dass du überfordert bist. Dass auch Veni nicht hinterhergekommen ist. Ja. Dass ich gesagt habe, ey, wir müssen fahren, wir müssen Strecke machen, dann sollen wir noch Videos schneiden, wir müssen irgendwie pennen, dann wollen wir noch Sachen angucken und irgendwie was von der ganzen Reise haben. Das ist so crazy. Das hatten wir auch beim Nordtrip. Hast du den mitbekommen damals? Das war mit Izzy, Freddy war da mit dabei, ne? Ja, genau. Klar. Wo ihr... Da waren wir von Dänemark, Norwegen, Schweden einmal rumherum. Wart ihr da beim Nordkap oben? Genau, bis zum Nordkap hoch und wieder runter. Da das war die Jahr. Nordkap. Das ist schön, ne? Ich war nicht da. Wie, du warst ich war auch? Krank an dem Tag. Ja, als wir da angekommen sind, ich konnte nicht mehr. Ich war so done und die wollten dann nochmal irgendwie da hochfahren morgens und ich dachte, Mann, Leute, nein, ich bin zwar bis hierhin gekommen, aber ich kann nicht mehr. Ich bin done. Da bin ich im Hotel geblieben einen Tag, weil das war, ach, weiß ich nicht, gucke ich mir auf den Videos später an. Ja, aber muss sehr krass gewesen sein, ne? Es ist irgendwie so ein eigentlich nichts sagen, ist auch irgendwie ein witziges Achievement. So. Ja, ist der nördlichste geil. Punkt von Europa. Das geht ab, ich fahre am nördlichsten Punkt. Aber ich finde es viel krasser, dass ich da hingefahren bin und das nicht gesehen habe. Wer hat das denn gemacht? Das ist so 5 vor 12 abgebogen. Ja, das wirklich. So, es hätte eine halbe Stunde Fahrt hätte mir noch gefehlt, um da hinzukommen. Und ich konnte nicht mehr. Weil das so anstrengend ist. Mhm. Wir sind ja auch jeden Tag gefahren, 10 Stunden mit dem Auto. In dem Auto hat man sein Video geschnitten. Während des Fahrens musstest du auch schon wieder gucken, dass du ein neues Content-Piece aus irgendwas, aus der Fahrt, willst du da aus der Raststätte hast du dann Content gemacht oder wo du dir Socken gekauft hast bei H&M. Das war dann der Content. Zwischendurch mal aus dem Fenster gucken, aber ging eigentlich nicht. Ja. Dann schlafen, in irgendeinem Hotel, noch nicht mal vorher gebucht, gucken, wo man erstmal hinkommt, essen. Keine Ahnung, was wir gegessen haben, kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern. Und dann schneiden, schlafen, hochladen, weiterfahren, das ist doch krank. Aber du warst ja auch mit einer komplett beknackten Bande da unterwegs. Das war krass. Gerade wenn ich so aus vom Arbeitspensum her sind Felix von der Laden sehe, wie der arbeitet. Bis heute. Da denke ich, bist du komplett wahnsinnig, Junge. Richtig krass. Und der macht das, der Pisser macht das halt schon seit 10 Jahren durch. Ja. Und der hört nicht auf. Ja. Der hört nicht auf. Ich glaube, wir müssen nicht drüber diskutieren. Felix müsste prinzipiell eigentlich nichts mehr machen. Ich glaube, der ist gut. Ich glaube, als er geboren wurde, musste er schon, glaube ich, nichts mehr machen. Das ist ein anderes Thema. Besprechen wir vielleicht in der Corner von ihm. Aber ey, Felix hat echt viel gemacht jetzt aus Eigenlegacy heraus. Ja, Mann, eigentlich könnte man sagen, ey, Bruder Felix, ey, du bist an deinen... Der ist ja noch nicht mal 30. Nee. Der ist ja nicht mal 30. Ich glaube 28 oder sowas. Ja, ich glaube, der ist 28, 29 in dem Dreh. Ja. Und der müsste nicht mehr. Aber der macht das, der liebt das. Der macht das ja nicht für das Geld. Der macht das für die Erlebnisse, dafür, dass er da seine... Das redet ihr beim nächsten Mal. Ja, ne? Reden wir beim nächsten Mal. Kommt alles noch. Nimm nicht ja, ja, auf jeden Fall krasser Respekt. Vor allen, die es durchziehen. Auch Revi zum Beispiel. Der hat ja damals seine Ausbildung gemacht, während er seinen YouTube-Kanal aufgezogen hat mit 2 täglichen Videos, die er über Nacht hochladen musste, weil er, weiß ich nicht, 2000er Leitung hatte. Ja, oh das Gott. Ist ein Hassel gewesen. Oh Gott, das sind auch noch Zeiten. Mann, das war krass. 10 Stunden Video über Nacht hochladen, 10 Minuten Video. Internetausbau in Deutschland noch so überhaupt kein Thema war. Ich weiß nicht, ob es jetzt so viel besser ist heutzutage, aber...
Damals war es schon super krank. Ich bin in Schleswig-Holstein auf einem kleinen Dorf aufgewachsen. Da gab es irgendwann mal voll die Offensive, dass so die örtlichen Stadtwerke gesagt haben, boah, die halt für die ländliche Region zuständig waren, ey, wir knallen jetzt überall Glasfaser rein. Und dann war ich so 2012, 13 im Dreh war das, glaube ich, war ich so an dem Punkt, dass wir einfach in Schleswig-Holstein, diesem kleinen Kackdorf, deutlich besseres Internet hatten als ganz Deutschland selbst. Das war in den Dörfern, wurde das geht ja auch viel einfacher, da das zu verlegen. Die Straße auch interessiert ja keinen. Hier kannst du das ja einfach nicht machen. Die Hälfte von den Straßen sind auch noch denkmalgeschützt, weil es irgendwelche Pflasterwege sind. Und die darfst du nicht aufreißen. Ja, das ist eben. Krass. Die Städte haben ein bisschen verkackt. Schwerst problematisch. Ich habe bis heutzutage keinen WLAN in meinem Schlafzimmer, weil die, wirklich? Weil die Wände so dick sind von meinem Jordi. Also, du schreibst ein Buch, kannst du schon etwa abschätzen, wann es fertig wird? Also, ja, das tatsächlich schon. Das kann ich jetzt mal hier leaken. Das habe ich auch noch niemandem gesagt. Das ist exklusiv. Das ist exklusiv. Geil. Ja, ich bin tatsächlich noch ganz am Anfang und muss es jetzt bis Dezember fertig schreiben. Was wird es überhaupt? Das sage ich dir nicht. Also, Roman, Biografie? Das sage ich dir nicht. Okay, Jordi. Aber ich sag dir, dass es bis Dezember fertig sein muss. Geil. Was krass ist, wenn ich jetzt jeden Tag schreiben würde, müsste ich 450 Wörter am Tag schreiben, um bis zu dem Datum fertig zu werden. Was am Tag nicht viel ist, aber ich habe ja auch überhaupt nicht jeden Tag Zeit. Das muss man sich mal so, jeden Tag, den ich es nicht mache, muss ich an einem anderen Tag 1000 Wörter schreiben und so. Das ist schon sportlich, vor allem wenn man noch nie geschrieben hat zuvor. Also nur mal so ein bisschen so und so Ideen gesammelt und so mal angefangen und so, aber nie so durchgezogen. Das ist schon krass. Stell ich mir auch krass vor. Ja. Also wie weit bist du denn jetzt? Ich habe 1,5 Kapitel. Aber dafür habe ich alles andere schon. Der komplette Plot steht, das alles, okay, also das schon ist komplett, also wirklich so im Detail. Ich muss eigentlich nur schreiben. Sie sind mit ein paar frechen Fragen, weißt du schon, dass es keine Biografie wird, Jodie. Okay, das wäre aber auch echt trash, wenn ich eine Biografie schreiben würde mit 30. Das wäre ein bisschen hat early. Hat auch gemacht. Ja, aber der hat auch ein bisschen mehr erlebt als ich, würde ich sagen. Na gut. Ja, fairer Punkt, den gebe ich dir. Ja, okay, na gut. Wir gehen aber gleich erstmal ins...